请听德语节目。Hier ist Radio Taiwan International. Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Sonntag, dem 6. Oktober 2024, im Programm. Im Wochenendmagazin berichtet Helena Ehlich im Gespräch mit Karina Rother von ihrer Masterarbeit zu der Frage, was assoziieren die Taiwaner mit dem Taiwanischen, dem wichtigsten Dialekt des Landes? Danach folgt das Kaleidoskop mit Chiu Bihui und Kirill Knips. Heutiges Thema ist das Heiraten. Kirill Knips erzählt von seiner Hochzeitsfeier in Taipei. Nun zuerst das Wochenendmagazin. Sie hören das Wochenendmagazin mit Karina Rother und bei mir heute zu Gast im Studio ist Helena Ehlich, Sinologiestudentin, ursprünglich aus Vorarlberg, lebt in Wien und ist für 3 Monate in Taiwan. Und eine der Sachen, die dich, liebe Helena, nach Taiwan gebracht hat, ist deine Feldforschung für die Masterarbeit. Worum geht's da? Was ist deine Forschungsfrage? Genau, also meine Forschung jetzt, mit der ich mich dann nach der riesigen Auswahl an Dingen, die mich hier interessieren würden, wofür ich mich entschlossen habe, ist die Sprachen. Also es gibt in Taiwan einige Sprachen, die gesprochen werden. Es gibt zum Beispiel auf der Straße hört man verschiedene Sprachen, auch wenn man ein bisschen aufmerksam ist, hört man vielleicht auch Sprachen, die jetzt nicht aus Taiwan kommen, zum Beispiel Vietnamesisch oder so, aber die Hauptsprache ist sicher Mandarin und daneben auch viel Taiwanesisch. Also ein Dialekt, also ein Linguist hat mir erklärt, es ist ein Dialekt, der hier seine Entwicklung ein bisschen genommen hat und deshalb sich von dem ähnlichen Dialekt in China, wo es ursprünglich herkommt, unterscheidet. Also am Festland gibt es auch Minnanhua, wie man es dort nennt, gibt es hier in Taiwan auch, wobei eben, was ich gelernt habe, ist vielen Taiwanern wichtig ist, dass man es nicht mehr so nennt, weil im Zeichen ist ein Wurm und das zum Beispiel sehen sie als sehr unhöflich der Sprache, auch den Sprechern gegenüber. Also hier in Taiwan heißt es dann Taiyu, oder? Genau, ja. Also die taiwanische Alltagssprache, bevor die Chinesen vom Festland hergekommen sind und Mandarin sozusagen als Standard gesetzt haben. Ja, genau. Also vielleicht so die taiwanische Alltagssprache, die noch zur Zeit der japanischen Kolonie war, bevor sie das unterbunden haben und japanisch gesprochen werden musste. Und die Alltagssprache dann auch, bevor die Kuomintang dann nach Taiwan kam, also eine der beiden Parteien, die im Bürgerkrieg in China waren, der kommunistischen Partei dann quasi Festland China überlassen haben und Taiwan als Zufluchtsort gesehen haben. Und dann eben dachten, ja, sie werden hier in Taiwan groß und stark und werden von hier die chinesische Identität fördern und kultivieren und von hier auch wieder zurück nach China bringen. Nicht kommunistisch, aber. Aber es hat nicht geklappt. Die Geschichte hatte andere Pläne mit der Insel. Und heißt. Ja. Wir waren bei den Sprachen, genau. Ja, und abgesehen davon gibt es auch Hakka. Manchmal hört man das am Markt oder so, aber leider kann ich das nicht ganz gut unterscheiden. Mir ist aber aufgefallen, dass das Hakka hier in Taiwan und in Malaysia ein bisschen unterschiedlich ist. Nur so von den wenigen Wörtern, die ich kann, habe ich ein bisschen gemerkt, okay, es gibt eine andere Aussprache ein wenig. Und genau, ich habe mir dann gefragt, wie ist das? Früher, als ich in Österreich mich beschäftigt habe mit Taiwan, dachte ich immer noch so, oh, die Indigenen, weil das sehr oft vorkommt auch in der wissenschaftlichen Literatur und auch in der Politik. Ich habe eigentlich wenig indigene Dinge dann gesehen hier, schon auch so künstlerische Inhalte oder das auf der Straße gibt es ein Festival, wo manchmal Leute dann Tänze aufführen oder so. Aber ich war auch nicht in den Dörfern
wo jetzt zum Beispiel Indigene wohnen würden. Und dann habe ich mich gefragt, okay, wie ist das mit dieser Sprache? Gibt es denn einen Grund, warum jetzt Tayu die größte Sprache, die verbreiteste Sprache ist? Aber gibt es einen Grund, warum ich meine Kontakte gefragt habe, ob sie Tayu miteinander sprechen? Und mir dann die Jugendlichen so sagten, na, also wir verwenden das für manche Schimpfwörter oder manche Speisen, aber sonst eigentlich sprechen wir Mandarin miteinander. Dann habe ich mich gefragt, ja, aber mischen sich die Sprachen irgendwie? Gibt es eine Sprache, die in Vordergrund kommt? Ich hatte auch, habe ich einen Lehrer interviewt, der Taiwanesisch unterrichtet an der Schule. Und er meinte schon, dass Taiwanesisch mehr wird, dass es mehr verwendet wird und mehr gesprochen wird, dass quasi die Zahl an Sprechern zunimmt. Und dann habe ich auch gelernt, so Taiwanesisch hat ein bisschen das Image der Gangster, die Sprache der Gangster zu sein. Wird auch in Filmen als diese eingesetzt. Und es gibt so ein bisschen eine Sprachhierarchie, auch ob man englische Wörter ins Mandarin einfließen lässt oder genau. Und ich habe mich gefragt, ja, wo verwendet man dann diese Sprache und wer verwendet diese Sprache? Gibt es Einflüsse aus Hakka auch? Einflüsse aus den indigenen Sprachen? Und so, das ist meine Forschungsfrage. Was sind die Emotionen dabei, diese Sprachen zu verwenden? Wie fühlt man sich? Wofür ist es wirklich notwendig? Der Grund, warum ich darauf gekommen bin, ist eigentlich, weil ich mich gewundert habe, dass dass Hakka sehr wenig Sprecher hat, dass Tayu, wie ich im Vorhinein gelesen habe, noch in Österreich, dass es abnimmt, also dass es weniger Sprecher gibt. Und ich mir eigentlich dachte, na, aber hör mal, als Vorarlbergerin bin ich eigentlich stolz darauf, dass ich einen Dialekt habe und ich finde den auch irgendwie cool. Ich finde, es gibt gewisse Ausdrücke, die kann ich nur in Dialekt sagen, Wünsche oder so, oder manchmal schreibe ich auch mein Tagebuch auf Dialekt, weil ich mir gewisse Dinge oder manchmal auch nur einzelne Sätze, weil es einfach gewisse Dinge gibt, die ich mir denke, das drückt einfach meine Gefühle klarer aus. Das ist genau das, was ich selber zu sagen versuche. Aber das kommt natürlich, also in Taiwan jetzt der Einfluss, dieser Sprachgebrauch heutzutage hat einfach seine Wurzeln in der Sprachpolitik, die den in den letzten 130, 40 Jahren praktiziert worden ist in dem Land, auf der Insel. Und wenn eine Sprache lange verboten wird und als Alltagssprache nicht gilt, ja, dann ist es irgendwann auch der kommunikative Wert davon geht verloren, weil es gibt eine Sprache, verändert sich und es gibt neue Wörter und auch zum Beispiel meine Wörter werden dann auf Chinesisch übersetzt. Aber vielleicht nicht auf Taiwanesisch. Sie hörten ein Gespräch mit der österreichischen Sinologiestudentin Helena Ehlich, die in Taiwan für ihre Masterarbeit forscht und sich damit beschäftigt, wie taiwanische Sprecher ihren Dialekt und ihre Sprache erleben. Das war das Wochenendmagazin mit Carina Rother. Sie hören uns hier wieder nächste Woche noch einmal im Gespräch mit Helena Ehlich. Radio Taiwan, international aus Taipeh. Nun folgt das Kaleidoskop. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie Kirill und Chobi Hui. Grühe war schon lange nicht mehr in dieser Sendung. Ja, richtig. Ist schon so ein Jahr, muss so ein Jahr her gewesen sein. Richtig, ja. Okay, wir haben Grühe heute zu uns eingeladen, weil er eine Hochzeit gehabt hatte. Ja. Das heißt, der lebt ja schon seit fast einer Ewigkeit in Taiwan und ist verheiratet mit einer Taiwanerin. Ich frage mich, ob
er damals in Taiwan oder auch in Deutschland die Hochzeit veranstaltete. Also die Hochzeit fand ja schon vor einiger Zeit her statt. Ja, das war vor 14 Jahren, aber es war in Taiwan. Also in Taiwan und auch sollte nach taiwanischem Ritus und mit taiwanischer Tradition gehen. Es wurde dann aber doch schon ein bisschen chaotisch. Die Umstände waren dann am Ende ein bisschen chaotisch. Aber dazu können wir gleich nochmal so ein bisschen auch näher eingehen, ja. Ja, genau. Also ich bin auch verheiratet seit einer Ewigkeit und zwar in Deutschland. Ach so? Wir hatten dort eigentlich keine kirchliche Hochzeit gehabt oder so. Nein, wir waren ja im Standesamt. Ja, und das ging ja ganz schnell und formell zwar, aber es ging ganz schnell. Aber in Taiwan ist das alles ganz anders, ne? Oder? Ja, richtig. Ich hatte meiner Frau auch so gesagt, können wir das nicht einfach so machen? Wir gehen auf und wir ziehen uns schön an, kann ich ja machen, mit Anzug und Krawatte. Danach können wir schön essen gehen mit deinen Eltern und meinen Eltern. Können wir es nicht einfach so machen, dass wir zum Standesamt gehen und ohne viel Tara und ohne viel Festivitäten? Aber nein, das ging nicht. Das wollte vor allem meine jetzige Schwiegermutter nicht, die legte sehr viel Wert auf die ganze Zeremonie und das Auswählen des Hochzeitsdatums und naja, und da musste ich halt durch, auch durch die ganzen Fotoshootings, die wir machten. Wir mussten zu einem Fotoatelier und das war natürlich auch, ging gut ins Geld, wie ich dann feststellte und so. Also da muss man schon einiges bezahlen. Und ja, also ich musste durch die ganze Prozedur durch und war dann am Ende auch froh, als es vorbei war. Gott sei Dank ist alles vorbei und gut abgelaufen. Ja, ich weiß, ich habe zwar in Taiwan keine Hochzeit gehabt, aber ich kenne natürlich, ne, weil ich hier geboren und aufgewachsen bin und habe sehr viele solche Geschichten oder Episoden gehört. Ich habe eigentlich gehört, dass viele junge Paare vor der Hochzeit, da haben so heftig gestritten, sodass die dann doch auseinander gegangen sind. Ja, richtig. Wir hatten aber bei dir war ganz anders. Nee, wir hatten sicherlich auch Streit, aber wir hatten zum Beispiel Glück. Für den 19.09. mussten wir auch noch ein Restaurant, also so einen großen Saal für solche Veranstaltungen finden und das war zum größten Teil ausgebucht. Aber was war? Es schien so, als ob ein Pärchen sich so sehr zerstritten hatte vor seiner Hochzeit, dass ein Saal wieder frei geworden wurde. Also. Und das wirklich so, sagen wir, einen Monat vor der Hochzeit, dann, bevor die Festivitäten stattfanden, dass wir dann doch noch ein Restaurant, also so einen großen Saal zum Feiern bekommen hatten. Also wir hatten da Glück gehabt, dass sich ein Pärchen dann auseinandergestritten hatte. Auf deren Kosten. Ja, richtig. Und wir hatten, glaube ich, dann auch noch so dadurch ein Schnäppchen. Also es war nicht ganz so teuer, wie es dann ursprünglich hätte sein sollen. Ja. Okay, aber vielleicht kannst du zuerst mal erzählen, wie diese ablaufen. Also ich weiß, das ist eine lange Prozedur, aber vielleicht kurz vor der Hochzeit. Wie war das? Ja, richtig. Also okay, wir mussten natürlich erstmal, was ganz wichtig ist, das Fotoshooting, also so ein Bildband machen. Und dafür gibt es ja ohne Ende Ateliers auch es gibt ja in Taiwan, da in Taipei vor allem, da gewisse Straßen, die nur darauf ausgerichtet sind, halt schöne Fotos zu machen, vor allem für Hochzeits-, also für Brautleute. Nicht nur, die machen natürlich auch Fotos für andere Anlässe, Geburten oder Taufen oder weiß ich nicht, aber vor allem für Hochzeiten. Und da hatten wir uns ein Atelier ausgesucht und die hatten uns dann auch eingekleidet. Das waren dann auch Kleider, die wir dann für die Hochzeit nehmen konnten. Und wir mussten dann ein langes Shooting über uns ergehen lassen. Also ich vor allem. Ich wollte es nicht wirklich, aber meine Frau sagte, das musste sein. Aber ich habe dann so ein bisschen gesagt, ich will es nicht ganz so konservativ wie üblich haben. Ich will ist auch so ein bisschen lustig. Und da war vor allem das Hauptmotiv dieses Bildbands, wie mir meine Frau den Kopf schert. Also ich hatte etwas längere Haare, ungefähr so wie jetzt, aber sie hatte mir während dieses Fotoshootings die Haare also zur Glatze geschoren und das war Teil dieses Bildbandes. Oh. Und auch unser Präsentationsfoto, was dann ja am Eingang des Saals steht, wo die Hochzeitgäste reinkamen, war dann eins, wie ich mich selbst betrachte mit Glatze und meine Frau dahinter steht mit dem Haarschneider und
Viele fanden das gut, das war mal was anderes, ja. Ja, okay. Hatte es eine besondere Bedeutung, wenn du da eine Glatze bekommst? Nee, hatte keine besondere Nur Bedeutung. Nur zum Spaß? Ja, es okay, war so ein bisschen zum schön. Spaß und... Avantgarde. Ja, genau, genau, richtig. Mhm. Wir hatten so ein bisschen mal was anderes machen wollen und so, ja. Dazu muss ich ein bisschen bemerken, diese Shooting oder diese Fotobände, das ist gar nicht so einfach. A, das kostet ja viel Geld. B, viel Energie. Du bekommst erstmal so 1000 Foto, ne? Oder ich weiß genau, nicht. Genau. Und dann daraus wärst du, was weiß ich, 50 Stück? Oder? Ja, aber wenn du es, natürlich, wenn du keine Kosten scheust, dann kannst du auch 100 nehmen. Oh, aber je mehr Fotos du nimmst, umso teurer wird es. Und man nimmt am besten so wenig wie möglich. Aber, also was ich in den Fotoateliers erlebt habe, die schwatzen dir immer viel auf. Sagen, das macht, du musst dieses Foto musst du auch noch nehmen. Ich hatte nämlich einmal meinen Freund, den ich aus Deutschland kenne und den ich hier in Taiwan wieder getroffen hatte, Jahre vor meiner Hochzeit auch mal so zu dem Hochzeits, zu der Auswahl dieser Fotos begleitet. Und also es war ein teures Studio, er hatte sich viel kosten lassen. Auf jeden Fall haben sie auf den eingeredet und haben gesagt, das musst du noch haben und das musst du noch haben. Und es wurde immer teurer. Er hat gesagt, nee, das will ich nicht. Und als ich ihn da so sah, habe ich mir gedacht, das wird mir nicht passieren. Aber dann plötzlich, 8 Jahre später, sitze ich da und sehe, wie meine Frau und die da... Leiter dieses Fotoateliers auf mich einreden und mir sagen, nimm diese Fotos. Und ich fragte mich nur noch, wie ist das jetzt passiert? Ich habe mir doch geschworen, dass ich nie in sowas reingerate. Naja, man tut's aus Liebe. Ja, natürlich. Aber sag mal jetzt ehrlich, die Fotos waren alle sehr schön, oder? Im Nachhinein muss ich sagen, bin ich froh, dass wir die Fotos haben. Ja, gut. Also im ersten Moment dachte ich, ja, okay, es sind Fotos, so sehen wir aus und wir machen ein bisschen Posen und so weiter. Im Nachhinein bin ich schon froh, dass wir die Fotos haben. Wir haben ja auch manche auf groß und gerahmt und so. Mittlerweile bin ich froh drüber und ich sehe jetzt auch über die Kosten hinweg. Ich bin froh, dass wir diesen Bildband haben. Also im Nachhinein muss ich das auch meiner Frau bestätigen. Ja, es war eine gute Entscheidung dann am Ende. Ja, genau, ein brandneues, hübsches Paar. Ne, Und als meine Frau das mal meiner Tochter zeigt, zum Beispiel ein Foto, da hat sie sofort mich erkannt als Papa. Da fragte sie, und wer ist das? Also wird sie bunt? Da sagte meine Tochter, AI. AI ist Tante. Genau, eine Tantchen, ja. Die hatte meine Mutter da nicht so richtig im Brautkleid und geschminkt erkannt und so. Ja, ja, okay. Und ich habe gehört, am Hochzeittag hat es geregnet. Es hat nicht nur geregnet, es war wirklich Taifun. Also so richtig. Und es war so eine Zeit, wo lange kein Taifun in Taiwan kam, wo ich immer wegen der Arbeitszeiten so hoffte, ja, vielleicht mal einen Taifun-Tag, da kriegt man einen Tag frei. Aber ausgerechnet auf diesen Sonntag musste dann der Taifun jetzt plötzlich wieder kommen. Und ja, also es war ganz schön, ja, ganz schönes Chaos. Also die Tradition verlangt ja, sagte meine Frau, dass meine Frau bei ihren Eltern die Nacht vor der Hochzeit verbringt und ich alleine in der Wohnung, in der wir wohnten, und mein Freund, also aus Südafrika kam er, der hatte ein Auto, er musste mich dann dem Morgen dann abholen. Und das Auto sollte schön dekoriert sein. Ja. Genau. Und wir mussten dann, also ich hatte mich auch richtig schön angezogen. Ich ging dann raus, es war September, es war regnerisch, aber auch sehr heiß, also schwül. Und wir versuchten, das Auto zu dekorieren und ich war dann klatschnass, als wir fertig waren. Aber irgendwie hatten wir es falsch dekoriert. Es waren solche Bänder, die über die Windschutzscheibe so drüber gehen sollten. Aber die verfingen sich immer mit den Scheibenwischer und die Scheibenwischer mussten wir ja anschalten. Ja? Aber ich musste mich erstmal umziehen. Also diesen Anzug, den ich anhatte und das Hemd, das musste ich erstmal komplett umziehen. Und dann, hatte ich mich wieder angezogen und wir fuhren dann los. Und dann hatte mein Freund gesagt, wir machen irgendwas falsch mit dieser Autodeko. Dann fuhr er an so ein Hotel ran, wo es so geschützt war, so die Eingangshalle so geschützt. Und dann stiegen wir nochmal auf und dann hatten wir dann diese Autodeko irgendwie hinbekommen, so wie sie sein sollte. Aber ich war dann schon wirklich schwer gestresst, als ich dann überhaupt ankam. Also als ich dann vorfuhr. Kamst du doch Gott sei Dank noch rechtzeitig, oder? Ja, ich glaube, das war so halbwegs rechtzeitig, aber an dem Tag war sowieso alles so ein bisschen zeitplanmäßig durcheinander. Insofern, meine Frau musste geschminkt werden und das dauerte ja auch ewig und so. Deswegen ging es einigermaßen, ja. Mhm.
Aber oh Gott, wenn ich jetzt wieder an all das denke, dachte ich, meine Güte, es war ein ganz schön stressiger Tag hier. Ja, der Taifun hat auch Lust, an deiner Hochzeit teilzunehmen, oder? Ich hab's dann in der Hochzeitsrede, die ich machen musste, habe ich dann so interpretiert, wir haben ein gutes Feng Shui. Ja, Feng Shui. Weil Feng, also der Wind und Shui, das Wasser heute uns wirklich wohlgesonnen zu sein scheinen. Und ja, ich musste mich auch zusammenreißen, dass ich bei der Rede nicht plötzlich anfange zu weinen, weil ich dachte, sowas passiert mir nicht, aber ich war fast dabei zu weinen. Und ein Freund hat mir gesagt, du hast dich wacker geschlagen. Meine Freunde haben auf ihrer Hochzeit alle angefangen, groß zu heulen. Und so. Ja, und, verstehe, genau. Ja. Also dein Hochzeitstag war ein Taifuntag. Richtig. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der Saal vielleicht nicht ganz geführt. Also ich meine, viele Gäste waren vielleicht wegen des schlechten Wetters gar nicht aufgetreten, oder? Ja, richtig. Wir hatten zum Beispiel auch Gäste aus Taichung, also ein guter Freund aus Mitte Taiwan. Richtig, darauf hatten wir gehofft. Die kamen zum Beispiel nicht, aber soweit ich mich erinnere, kamen schon 3/4 der Gäste, die eingeladen waren. Und das war vor allem für meine Schwiegermutter sehr wichtig. Die hat es nämlich sehr mit dem Geld, dass die Hongbaos reinkamen und sowas. Und die Hongbaos, das sind ja, das kann man den deutschsprachigen, teilweise interessierten Hörern mal erzählen, ist sehr wichtig bei einer Hochzeit. Das sind die Umschläge, wo drin die Geldgeschenke sind für die Brautleute. Ja, ja, also für eine taiwanische Hochzeit bringt man normalerweise ein Geldgeschenk und nicht irgendwas. Ja, genau. Das war nämlich der Fehler bei meiner ersten Hochzeit von einem Freund, dem Bruder von einem Freund. Da habe ich eine Flasche Wein mitgebracht und glaube ich, also Sachgeschenke habe ich halt mitgebracht. Das war aber auch okay. Und also mein Freund sagte auch, ja, der ist aus Deutschland und dann macht man das so aus Deutschland. Mittlerweile ist es natürlich auch in Deutschland so, dass man jetzt nur noch Geldgeschenke gibt. Aha. Ich glaube schon, man bringt keine Sachgeschenke mehr, man macht dann auch Geldgeschenke. Mhm. So, aber ich hatte damals, das war 2000, das weiß ich noch, halt Sachgeschenke gemacht. Aber das war schon völlig okay für die wussten, ja, ich bin Ausländer und das ist halt so ein bisschen anders und so weiter, ja. Aber wie viele Gäste hast du zu deiner Hochzeit, Bankett eingeladen? Normalerweise in Taiwan, soweit ich weiß, 10 Tisch, dann ist ja schon 100 Menschen oder 200 oder 300. Wie viele habt ihr eingeladen? Ich bin mir sicher, das muss über 100 gewesen sein. Von meiner Seite kamen halt nicht so viele. Von meiner Seite, aber von der Seite hier kamen halt nur so die Freunde und von der Seite meiner Frau kamen halt ziemlich viele, also gut über 100 sollten das gewesen sein, weil sie auch immer mit Familien, Kinder sind dabei und dann das wird schon, also geplant waren es mehr, aber das war auch so trotz Taifun schon eine ziemliche Gesellschaft. Ja. Oh, gar nicht schlecht. Und du kennst nicht jede Gast da, ne? Nee, glaube ich nicht. Das kannte ich wirklich nicht, nein. Also, ja klar, also man musste dann ja irgendwann von Tisch zu Tisch gehen und einen Schluck trinken. Da wurden sie mir dann auch zum Teil vorgestellt, aber ich habe es auch nicht so wirklich alles so aufgenommen an dem Tag, weil ich dann doch ein bisschen gestresst war, ja. Und du hast ja vorhin gesagt, dass du dann mit dem Glas von Tisch zu Tisch gehen, mit der Braut natürlich mit allen zusammen. Ja, das ist auch so eine Sitte hier in Taiwan. Man muss ja persönlich nochmal begrüßen. Ne? Richtig. Hast du viel getrunken? Nee, ich hatte nur wirklich so einen Traubensaft. Ich hatte keine echte Alkohol. Ja, richtig. Und das Lustige dabei war, Johannes war auch eingeladen. Und meine Frau bestand darauf, dass er mit Akkordeon und seinen bayerischen Liedern da so ein bisschen Stimmung macht. Und immer wenn wir von Tisch zu Tisch gingen, dann hat sie gesagt, Jojo soll jetzt ein Prosit der Gemütlichkeit, das ist ja so ein Oktoberfest-Trinklied, soll er dann immer spielen. Und dann Orns zwar Xuffer, haben wir gesagt. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir gingen von Tisch zu Tisch und wir sagen ein Prosit der Gemütlichkeit und Orns zwar Sofa, dann haben wir ausgetrunken. Okay, hat Spaß gemacht und die Stimmung. Genau, das hat dann Spaß gemacht und das war dann so eine Überraschung, die meine Frau dann so ein bisschen für die Gäste hatte. Wir wollen es jetzt so ein bisschen deutsch-bayerisch machen und Jojo hatte dann noch so ein bisschen auf dem Akkordeon gespielt und so einfache bayerische Tänze so mussten wir dann alle nachmachen. Und so, das war dann auch nochmal ein lustiger Höhepunkt der Hochzeit. Ja. Genau.
Und dann aus Deutschland kamen nicht so viele Gäste, von deiner Seite natürlich. Ja, richtig, ja. Ja, weil diese Entfernung so groß ist. Richtig, ne? ganz genau. Okay. Ja. Und gab es noch welche Höhepunkte bei der Hochzeit? Ich kann mir gut... Ah, ja, doch. Ja, also wir hatten die deutsche Tradition, die Braut entführen. Ah, okay. Hatten meine Freunde für mich dann sozusagen inszeniert. Man kennt ja vielleicht die deutsche Tradition, die Braut wird entführt. Das heißt, der Bräutigam, wenn der gerade beschäftigt ist, die Freunde entführen die Freunde vom Bräutigam, die Braut. Die gehen dann mit ihr in irgendeine Bar oder ein Restaurant und trinken so lange auf Kosten des Bräutigams, bis der Bräutigam sie findet. Das kann man natürlich, das ist natürlich einfach in solchen Dörfern und so kleinen Städtchen, da ist das halbwegs einfach, aber in Taipei ist das halt nicht so einfach. In eine große Stadt ist das natürlich nicht so einfach. Richtig, aber also die haben also meine Braut entführt sozusagen und ich musste sie jetzt suchen. Und ich bin eigentlich zu dem richtigen Ort gefahren. Ich bin nämlich zu einer deutschen Bäckerei in Tianmu gefahren. Ach so, okay. Nur die hatte zu wegen des Taifuns. Aha. Und dann rief mich meine Frau an und sagt, du bist sicherlich bei dieser deutschen Bäckerei. Habe ich gesagt, ja. Dann hat sie gesagt, du hast richtig geraten. Wir wären jetzt eigentlich da, aber die hat zu. Aber wir sind woanders. Dann habe ich gesagt, okay, du musst mir einen Tipp geben. Da hat sie gesagt, wo wir uns zum ersten Mal beim Rendezvous getroffen haben. Okay. Und ich wusste es nicht mehr. Nee, das geht nicht. Da hast du doch deine Braut gefunden. Ja, richtig. Ich habe dann irgendwann nach mehreren hin und her habe ich die dann doch gefunden, meine Freunde mit so einer Braut. Sie waren in einem Hagen-Dazs-Café in Guting. Okay. Und da haben wir dann noch zusammengesessen und gegessen, also Eis gegessen. Und das ging dann auf meine Kosten, weil ich ja schließlich der Bräutigam war. Ja. Du konntest damals nicht an deine Rendezvous-Orte erinnern, aber wann war der Hochzeitstag? Das weißt du genau. Ja, weil meine Schwiegermutter das ja auch genau ausgesucht hatte. Es mussten 9 vorkommen im Datum. Die Zahlen 9? Ja, ja, sie glaubt sehr daran. Ich glaube auch die Zahl 6 ist auch eine gute Zahl und sowas. Das stimmt. Aber weil es halt so auf September zuging und im Juli... September ist 9. Monat. Genau, der 9. Monat und Juli, August wollte ich sowieso, damals war Fußball-WM und da habe ich gesagt, bitte, bitte nicht ja, der Fußball-WM. Und dann war halt im Juli und da hat sie den 19.09. für uns gefunden. 19.09, 2x9, ne? Genau, genau. Das war der Sonntag, wo dann der Taifun einschlug, ja. Okay. Sozusagen. Ja, ich kenne natürlich die Sitte, das heißt 9-9-Jo-Jo. Jo heißt eigentlich lang, ne? Genau. Also... Sie hofft natürlich eine lange, gute, glückliche Ehe. Genau, ja? Okay, dann wünsche ich euch eine lange, gute, glückliche Ehe zu haben. Ja, vielen Dank. 14 Jahre haben wir ja schon. Wir feiern ja dann irgendwann bald mal silberne Hochzeit in 9 Jahren. Bald, ja, genau. Okay. Danke für das sehr interessante Gespräch. Ja, ich danke auch und sage damit Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Sonntag, dem 6. Oktober 2024. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw. Dann auf Deutsch klicken. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Beiträge und die Links zu unseren Seiten auf Facebook, Instagram und X sowie zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, was wir heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl.